Okay. Da sind wir Hey! wieder. Für Ja. alle, die das jetzt auf dem Let's Play gucken, für alle, die es im Stream gucken, wir sind immer noch dabei. Und zwar noch genau bis. Bis ihr bankrott seid. Warum baust du ein Kriegsschiff? Weil ich ein Schiff brauche und das ist das erste, was ich gerade angeklickt habe. Wo ist es Bau denn? lieber ein Frachtschiff. Nerv mich nicht. Wo ist das Schiff? Hab ich weggeklickt. Oh, ey, Teragi! Es war bei 70%! Kein Kriegsschiff, das. Du hättest sowieso ein Kriegsschiff hier noch kaufen können. Für 3500. Geschafft! Wie der Hauptgewinn im Alter, Lotto. wir haben 91 Tonnen Da kommt Munition. Freude auf. Ist schon. Ja, wir haben 12.000. Das fällt mir gerade ein. Ich wollte ja in Singleplayer auch Das ging machen. doch nicht. Was? Da funktionierte doch irgendwas nicht. Es hat doch nicht so geklappt, wie du wolltest. Hm? Du wolltest den Wollte. Spielstand vom letzten Mal weiterspielen. Ja. Das ging doch irgendwie nicht. Den ließ ich doch nicht laden. Irgendwas war doch da komisch. Nö. Ich hab's noch nicht Dachtest du doch. versucht. Boah. Problem ist halt, bei mir sind ein paar Charaktere verbuggt. Zum Beispiel ist, wenn ich ein Szenario. Wow. Yay. Sieg! Sieg! Ich will aber weiterspielen. Wir können auch weiterklicken, dann spielen wir weiter. Das war bei mir auch, als ich Darkus da. Ray. Holy shit. Mein Gott, seid ihr uns hinterhergehinkt. Aber in Herzlichen allem. Glückwunsch. Aber in allem. Vor allem in. Wir hatten sogar mehr Bevölkerung als ihr und wesentlich mehr Wirtschaft. Holy shit. Also, Insgesamt. was soll ich jetzt nochmal, soll ich nochmal alle Punkte hochsagen, die ich auf meiner Liste habe? Wir hatten kein Geld und wurden gefokust. Ja. Eigentlich schon Ende des Plädoyers, euer Ja, Herren, das war aber weil, eure eigene versaubeutelte Art. Das war euer Problem. Ihr habt eine falsche Insel genommen, habt keine Rohstoffe auf der Insel gehabt, die ihr für den Staat brauchtet, konntet damit, nachdem euer Schiff versenkt wurde, euch nicht mehr versorgen und nicht weiter ausbauen. Teufelskreis. Ja, War das nicht richtig. so, dass wir mit einer Insel gestartet sind? Nein. Doch. Nein, wir sind nicht mit Insel gestartet. Doch. Was? Wir sind mit Insel gestartet, doch. Wir haben Ja. einfach die falsche Insel erwischt. Jetzt haut auf zu argumentieren. Ihr habt Klickt das Spiel einfach zum weiter. ersten Mal gespielt, ihr habt die schwerste Klinik auf Zweiten schwer Mal. gestellt Zum zweiten Mal, genau. Ja, Und zum einen zweiten behinderten Mal. Piraten in das Spiel mit Der eingebaut, Pirat das ist noch uns der Kleinste, der pausenlos ist nicht so schlimm. vernichtet hat. Ja, dieser Jetzt behinderte hört bitte auf Pirat. zu meckern, Und? akzeptiert, dass wir keinen Bock mehr auf die Scheiße haben und spielt weiter, wenn ihr Bock habt. Der Pirat war aber das kleinste War, Übel. Er hat uns nicht wahre angegangen. Aussage, Darkus Ray, wahre Das Aussage. größte Übel war der Moro, muss ich zugeben. Der war gefährlicher als der Pirat. Oder ist gefährlicher. Nee, war, er ist ja Ja, tot. immerhin rennt er weg, wenn ihr ihn zweimal versenkt habt. Naja, wir können hier auf Ich hab Weiterspielen schon auf klicken. Weiterspielen geklickt. So, okay. Und Meine dann spielen Herren. wir weiter. Ihr könnt ja noch im Test bleiben. Oh Mann. Könnt ihr nicht in Spectator-Mode gehen? Nein, können wir nicht. Oh, lol. Noch ein Pirat, lass uns. Pirat, lass uns. Pirat, lass uns. Pirat, lass uns in Ruhe. Pirat, lass uns in Ruhe. Pirat, piep, 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 piep. Oh, danke. Mehr Knochen für die Opfergabe. Teragi, könntest du bitte mein Schiff in Ruhe lassen? Ich wollte dem Piraten ausweichen, der uns hier umkreist. Der umkreist uns, wie du schon sagtest. Dem kannst du nicht ausweichen. Jetzt greift er das Schiff an. Tut er Nein, nicht. er greift es nicht an. Siehst du, er lässt uns in Ruhe. Ich Sag weiß aber nicht, was nicht, ich. Alter, das Keto da unten. Alter Schwede, der rote Fleck auf der Karte. Der pinke. Huch. Ist ja Rötlich. Aber Das ist mein Enter. es sind paar Schiffe schon angegraut. Wir haben ihr ein So. bisschen Schaden gemacht. Haben wir auch. Ich stelle jetzt mal eben den Stream um und dann werde ich Mr. Darkus Ray eine Einladung schicken. Ich hab das Spiel noch gar nicht da. Ja, das ist noch gar nicht da. Ihr wollt jetzt aber nicht, während wir hier Anno spielen, uns reinlabern, während ihr Auto fahrt, oder? Eigentlich doch. Muss ich wirklich das Spiel minimieren und euch rauskicken? Musst du Hallo, der das? Pirat, der greift unser Konto an. Lass ihn doch. Wir sind doch im Ach, ich kann mir auf dem Stream gerade angucken, wie wir vernichtet werden. Was? In Stream angucken, wie wir vernichtet werden? Acht Ja. Minuten Verzögerung immer noch. Ach so, ja. Ich höre gerade einen weinenden Nacko. Euro Truck Simulator 2. Und. Aber ich will unbedingt mal die Keto besiegen. Ich habe die nie besiegt gekriegt.
kriegen wir Klein, das ist kein Problem. Warum ist da so laut, dieser Blödsinn? Oh, er haut ab und greift. Ha, Vadim hat uns gerettet, er greift Vadim an. Gut, gerade haben wir ihm zweimal den Arsch gerettet, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, würde ich auch sagen. Komm, vernichte ihn. Vadim, vernichte den Piraten. Ich bin Blindbart, der Pirat. Ach ja, los, töte ihn! Boah, ist der laut, dieser Scheiß-Mulator. Mir fällt gerade schlagartig auf, guck auf mein Handy, auf meine Stoppuhr eigentlich und sehe, dass irgendjemand eines meiner Videos kommentiert hat, gerade eben. Jetzt halt. Vor 42 Minuten, okay, nicht gerade eben. Eigenschaft. Huch, der lässt uns voll. Der lässt uns voll in Ruhe. Da haben wir doch gar kein Schiffsabkommen, oder? Ne, wir haben Waffenstillstand, okay. Ne, haben wir auch nicht Waffenstillstand. Einen herzlichen Dank für den Kommentar an Keltulix. Keltulix? Was denn? Ja, ich hab einen Kommentar gefressen. Wenn auch unter einem Wolfenstein-Video. Was sagt der denn? Ich glaube, es war cooles oder geiles Video, irgendwie sowas. Ich hab's gerade nur schnell überflogen, ich hab's nur auf dem Handy. Aha. Und die Keto lässt unser Hafen auch in Ruhe. Die Klappe. Achso, die lässt uns unseren Hafen in Ruhe, weil ich Bevölkerungsschutz gemacht hab. Gut. Beschwör es nicht, Ferrari. Oh Mann, ey. Schutzlos. Angestellter Lester erinnert sie an einen Auftrag. Firmenlogo wählen. Wah! Was zum Teufel? Mein Spiel hat sich gerade minimiert. Nein! Ah! Blindbart der Pirat. So, wieder da, sollte wieder laufen und das Gebimmel im Hintergrund bitte ignorieren, das hört gleich wieder auf. Könnt ihr nicht wieder in das Spiel einsteigen? Der Hector, der umkreist uns. Ja, wir brauchen Kanonenfutter für Hector. Mein Gott, das Gebimmel nervt, hör auf damit. Der greift uns zwar nicht an, aber er umkreist uns. Das finde ich. Ah, oh, los, Vadim! Töte ihn! Töte ihn! Das ist so ein bisschen nervig. Das war gerade eine Warnung für einen Festplattenfehler bei mir. Das ist übrigens dieses tolle Gepiepe, was hier außer mir keiner hört. Wir spielen natürlich im ganz normalen Modus und fahren einfach mal drauf los. Wähle eine Stadt. Das ich würde dich. Ein ganz klein bisschen nervig. Hey, lass unser Schiff in Ruhe. Ein bisschen. Vadim, hilf uns! Och, jetzt ernsthaft? Ich muss nochmal. Ich wurde gerade schon wieder minimiert. What the fuck? Aktueller Auftrag, frei wie der Wind. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen nervig. Ich bin ja schon ruhiger. Nicht du! Ach ja, Linksverkehr, stimmt ja. So, Spiel wieder maximieren. Hector. Aufnahme läuft hoffentlich noch schönartig weiter. Ja, klick. Lass mein Schiff in Ruhe, Hector. Okay. Nein. Jetzt greift er das nächste an. Lass das doch, Mann. Hector ist ein mieses kleines Arschloch. Oh, scheiße. Was tue ich hier? Ich habe gerade ganze Zeit keinen Ton mehr. Ich hab mehr Ton, als ich gerne hätte. Jetzt schießt du auf unser Konto. Ach, immer. Hat der Typ keine Hobbys? Ist ja Linksverkehr, das stimmt. Drauf gehört. Wie gut. Die sagen alle nichts mehr bei mir. Das ist schon leer. Seitdem Darkus Ray rausgeflogen ist. Achso, Loot holen. Er zerstört gerade unser scheiß Kontor, dieser blöde Penner. Feins, okay. Ich höre übrigens kein Kanonenfeuer mehr. Schon wieder minimiert. Was ist denn hier los? Windows 7. Ah, fast mit der Basis geändert. Mein Gott, was ist denn los? Ich höre auch nur noch die Musik. Die habe ich auch nur noch. Habe ich noch irgendwas? Gib mir mal eins. Nein, also im Diplomatie-Menü sprechen sie noch. Was wird das? Ich denke mal, wir machen auch. Da dann Schluss ab dieser Folge. Wenn hier alles hier rumspackt. Wieso? Wenn wir neu laden, ist alles wieder in Ordnung. Seitenspiegel ein aus. Was? Ich muss auch noch ein paar Sachen rendern. Hör auf zu weinen. Im Gegensatz zu euch habe ich noch Projekte. Ich auch. Ihr könnt ja mit uns fahren. Aber mit mir fahren im Moment. Dass du eine Fahne hast, weiß ich nicht. Ah, mir ist ein Auto die Seite gefahren.
Hallo Fußgänger. Du weißt schon, dass du auch blinken und so musst. Ich weiß nicht, wo die Blinktaste auf der Tastatur ist. Sollte man sich belegen vorher? Ich fahre gerade einen LKW von, ich habe keine Ahnung, durch den Tunnel nach Calais. Von Dover aus. Ich hoffe mal, du hast wenigstens einen Auflieger mitgenommen und fährst nicht ohne. Natürlich habe ich einen Auflieger. Ich transportiere, ich glaube, Kohle oder so ist es. Ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall feiere ich dieses Spiel. Ich muss irgendwo gucken, wo ich das Radio anmache. Ach, das ist ja Linksverkehr hier, verdammte Axt nochmal. Radio anmachen heißt, du kannst dir auch deine eigene Musik in einen Ordner im Spiel packen, dann spielt das im Radio deine Musik. Das ist geil! Ey, wir müssen das echt mal... Musstest du aber im... Oh, wie hieß das Format? OGG oder sowas? Musst du das ist mir egal. Kann ich im Sony Vegas ja umändern. So, jetzt tucke ich dem... Was ist das? Dem Jaguar-Verschnitt mal hinterher hier. Ah, wir haben noch keine Plastikdosen, das ist gerade das Problem. So, jetzt muss ich aber mal echt mal die Option gucken, mal rauskriegen, wie ich das hier mach. Haben wir hier Öl auf der Insel? Das war mein Stuhl. Auf der anderen Insel, ne? Nein, ehrlich, wirklich, Terragi, wäre ich nicht drauf gekommen. Weise den Tasten eine Funktion zu Gas geben, blinks hochschalten, runterschalten, Motor anlassen. Da du sowieso im Automatik fahren wirst, wird dich das kaum interessieren. Ja, weil man für die höhere, für die echte Automatik brauchst du auch so ein Steuergerät. Brauchst du auch ein Automatik, ein physisches Automatikteil und ein Kupplungspedal schon extra dabei. Das sieht gerade echt gut aus. Darkus Ray weg, Leon Moreau weg. Ich feier das auch so ein bisschen. Achse heben, Achse senken, Blinker links, Ü. Blinker links, Ü. Blinker rechts plus. Okay, das hat gut Sinn. Warum? Die halt vernünftig. Warum machst du nicht L und R? Weil auf L ist schon. Weil die dann weit auseinander liegen, Terragi. Die müssen so zusammenliegen, dass du sie auch vernünftig drücken kannst. Weil Licht dann ist L und Fernlicht ist K. Dann Q und E. Die Rundumleuchte ist O. Die gab's, Q und E. Die gab's in der Version noch nicht, die ich hatte. Fanfare. Ich kann eine Fanfare hupen. Geil. Scheibenwischer. Okay, scheiß drauf. Ich weiß jetzt, wie man blinkt und wie ich das Licht einschalte. Das passt schon. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Ich brauche Baumaterial, Terragi. Wir folgen einfach mal der Straße. Ich baue gerade ein Schiff, das kannst du benutzen. Also ich will nicht mit der Fähre fahren. Nein, ich fahre doch mit dem Schiff gerade ganze Zeit. Warum? Wo fährst du hin? Ach, ich fahre nach Calais. Manuelle Handelsrouten. Herzlichen Glückwunsch, wir haben eine Insel, von der du 13 Tonnen Burger abholst. Und zu genau der brauche ich Baumaterial, deswegen nehme ich... Wir fahren einer roten Ampel. Oh, shit. Ah, Gehweg mitgenommen. Ich hab Unfall gebaut. Was hab ich getan? Ich häng irgendwo fest. Unfähig. Ich fahr's erst mal. Mach du erstmal deinen Führerschein, Kleiner. Das hat nichts mit dem LKW zu tun, glaube ich. Doch, hat es. Du kannst es nicht. Und jetzt rauf auf die Straße hier. Komm schon, Seitenspiegel. Lass mir die im Stich. Dann geben wir hier mal Vollgas. Erstmal über die Brücke da vorne. Sehen wir, wie viel dieses LKW jetzt schafft. Ich hab ja keine Ahnung, wie die Regeln in England also, so sind. Ich habe 30. schon mal, also mit LKWs auf Euro Truck Simulator 1 hab ich mich schon mit 160 voll beladen über die Autobahn gerast. In England 30 Meilen pro Stunde. England ist links vor rechts. Links vor rechts, ja, aber fahren LKWs ganz links außen oder sowas? Oder? Ja. Gut, dann fahre ich jetzt ganz links außen. Hier ist nämlich 30. Das ist so ein behindertes Spiel, das macht ewig Spaß. London, da will ich aber nicht hin. Ich will da rechts runter. Da muss ich mich jetzt wahrscheinlich rechts einordnen. Bitte nicht über die Wiese. Nein, nicht über die Wiese, ich bin auf der Autobahn. Aber ich über die Wiesen? Ich ordne mich jetzt auf die rechte Spur. Ich hab mich jetzt auf die rechte... ich hab mich jetzt auf die rechte Spur eingeordnet. Ich weiß auch nicht, wo ich hin soll. Das Schild war verwirrend. Ich fahr grad von meinem Ziel weg. Da war gerade ein Schild. Rechts halten zum Abbiegen. Aber Alter, da war keine Abbiegespur. Guck mal im Süden auf an unserer Insel. Ja, da liegt ein rotes Schiff und. Da hat sich gerade Sukhov mit Hector eine Schlacht geliefert. Da liegt total viel Zeug. Aufgehoben hier 60 Meilen pro Stunde. Die schaffe ich glaube ich nicht. Erst auf die rechte Spur. Das finde ich voll cool, dass Sukhov mit dem Hector im Krieg ist. Du bist ein kleiner Sadist. Das ist so cool. Ah Gott, meine LKW-Spur verschwindet ja. Wird jetzt lustig. Und alle bremsen. Und ich zieh durch. Ich bin LKW. Macht Platz da. Ihr fahrt bin ich auf meine Spur. Ich hab höheres Recht. Hast du zwar nicht, aber mein das mal. Wie jeder LKW auf deutschen Autobahn auch. Der hat, nicht jeder. Der hat nur noch drei Schiffe, der Hector. Das ist so cool, finde ich. Dass er sich mit
Sukuf moscht einer der stärksten Gegner neben Thor und Keto. Ich hab grad 400 Euro verloren. Oh, ey, der Ragi, das war aber knapp. Oh Gott! Bin zu schnell! Der Ragi. Viel zu schnell. Ich hab vergessen, wie sie hieß. Ja, ja, ist klar, ist klar. Einfach weiterfahren. Das ist wie GTA hier. Ich wollte zuerst Sato sagen, aber ja, Sato ja, heißt ja, ja ist, nicht. Ja, ist klar, ist klar. Irgendein Typ spielt gerade Middle-Earth Shadow of Mordor. Herzlichen Glückwunsch, wer auch immer mich da gerade geendet hat und das dann spielt. Das soll ja gar nicht so schlecht sein. Okay, ist eine Vorfahrtsstraße, die gekonnt ignoriert wurde und Überholverbot. Wo fahre ich hin? Ich muss drehen. Ich finde es cool, die Keto lässt uns in Ruhe. Okay, und jetzt war das Lenkrad bis zum Anschlag. Vielleicht kommt eine Flotte von 50 Millionen Schiffen. Fuck. Wo war denn der Warnblinker? Nichts gesagt. Das war Licht. Wo ist der Warnblinker? Irgendwo hier war der doch. Das war der Scheibenwischer. Das ist irgendwie doof ohne Nein, Ton, oder? Ohne Ton finde ich das irgendwie... Ich ist nicht ohne Ton. Wo ist der Warnblinker? Ich habe nur noch die Musik, ich höre sonst nix. Oh. Seitdem Darkus Ray weg ist. Warnblinker F, okay. Warum auch immer das F ist. Warnblinker an. Er hat doch noch 4 Schiffe, verdammt. Baut aber auch verdammt schnell Schiffe. Spezialrecht eines LKW-Fahrers. Warnblinker an, mit Nofferstraße drehen, weiterfahren. Allerdings spuckt die Anaconda auch ganze Zeit immer neue Schiffe aus. Ein AW-Service-Autotransporter. Ich bin begeistert. Was? Ja, AW-Service. Was hat steht da drauf? Ja. Holy shit. Oh Gott, ey. Was soll denn das hier immer? Jetzt hatte ich hier gerade wieder Standbild, Ladescreen. Du hast ihnen die Burger verboten. Ja, natürlich. Warum sollen sie die auffressen, wenn ich gerade eh nichts damit machen kann? Mein Tank ist noch halb voll. Ja, du musst ab und zu sogar tanken. Du musst sogar mal in die Werkstatt. Oh, Speedlimit 24 Meilen pro Stunde. Ich bin bei 40. Ups. Ich sollte vielleicht ein bisschen vom Gas runter. Und da gibt's auch Bullen. Oh ja. Ich hab schon voll geblitzt, das ist voll lustig. Und wenn du bloß nicht auf der Autobahn, dann hast du auch gleich Bullen am Arsch. Ich hab schon 1600 Euro verloren, durch Überfahren einer roten Ampel, weil mir zwei Autos aufgefahren sind. Weißt du aber schon, dass du mit deiner komischen Kohlelieferung keine 3 Millionen verdienst, oder? 2000 Euro, ja, ich weiß. Du musst auch noch tanken. Ja, ich mach ja gerade nur das Tutorial-Level. Ich fange ja ein neues Profil an, wenn wir das alles zusammenspielen. Ich werde von Mercedes überholt, nie im Leben Gas geben. Abdrängen. Abdrängen. Einfach mal in den nächsten Fluss buxieren. Einfach mal schön. Oh, Energieknappheit. Sag mir das mal. Von der linken Spur auf die rechte Spur rübergezogen, Gas gegeben, Mercedes musste bremsen. Dover, hier abbiegen, okay. Ich lass mal wieder ein paar Angestellte aufsteigen, ne? Wo ist meine Ausfahrt? Da ist meine Ausfahrt. Blinker. Nein, falsche Richtung. Blinker nach links. So. Was ist bloß los mit Hector? Wenn er nur noch 4 Schiffe hat, da hat er gar kein... Halt die Klappe, beschwer dich nicht. Wenn er nur noch 4 Schiffe hat, hat er anscheinend nicht so große Eier. Ah! Pack. Kaputt. So, oh, okay. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Verbessert das Schiff auf einer, auf den es benutzt wird. Sichtradius, Regeneration pro Trefferpunkte gering. Sind die Fähre da? Nee, ne? Du kannst immer auf die Fähre eigentlich drauf fahren, zumindest in der alten Version. Die steht immer da und wenn du reingehst, kriegst du ein Ladescreen. Ja, auf der anderen Seite steht die Fähre. Ich wollte durch den Tunnel fahren, ihr Mongos. So. Ich bin übrigens auch schon mal nicht mit der Fähre rübergefahren, sondern ich bin übers Wasser gefahren. Ja, den Bug gab es. Das ist geil. Ja, guck mal, da ist mein LKW-Stellplatz für die Fähre. Da fahre ich jetzt erstmal rein. Wieder zu wenig Strom. Meine Fresse, doofes Kraftwerk. Gib Kit. Und einparken. Ach, du hast von bei den Hector ein Schifffahrt bekommen. Ich bin, Siehst du, das habe ich auch nicht mitgekriegt, weil ich keinen Ton habe. Ich habe gar nichts versenkt. Nicht versenkt. Schifffahrtsabkommen hast du mit ihm gemacht. So, ja, habe ich. Als unser Schiff erst mal angegriffen wurde. Das kostet 400 Euro. Hä? Die Fähre. Was? Ja, was glaubst denn du? Glaubst du, die ist geschenkt? Um mögliche Fahrziele anzuzeigen, drücken Sie jetzt Enter. Vernichten Sie die Anaconda. Würdig, aber... So, drücken Sie jetzt Enter. Ich hab genug Geld, könnte ich jetzt bitte darüber fahren? Du hast nicht genug Geld, du stehst schon in der Kreide. Nein, wie starte ich das jetzt? Bitte wählen Sie eine Verbindung, hab ich. Jetzt? Ich glaube, du musst dann einfach nur, also ich musste da immer dann nur schlafen. Aufbrechen! Oh, ist schon alles an, okay, gut. Ich hab da abbrechen gelesen, da steht aufbrechen, okay.
Erster Aufenthalt in Calais. Auf geht's. So, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Woo! Noch nicht, sind halt 16 Minuten. So. Wann hast du denn jetzt gestartet? Wo muss ich denn jetzt raus? Nach dem Folgenstart. Daniel, wie sieht's aus mit dir? Du hast das Spiel, ich hab 20 schon Minuten ready? Rum. Oh, noch. Okay. Du bist ja auch ein kleiner Folgen-Nazi. So, hier ist aber jetzt Rechtsverkehr. Ich muss jetzt eigentlich in Frankreich sein. Ach. Haben wir ganz vergessen. Abwehrgeschütze in diesem Sektor Angriffsstärke plus 250. Da hätten wir die Keto bestimmt ein bisschen ab. Wenn du die jetzt welche baust. Oh, oh, ich hab die falsche Spur drauf. Wir waren so sehr mit Moreau beschäftigt, dass ich dieses. Richtig, wir waren beschäftigt. Diese Weltratsaktion nicht gemacht hab. Nein! Liebe Kinder, ich muss hier mal durch. Ich bin auf der falschen Spur. 250% mehr Schiffe von dir versenkt. Das ist doch. Scheiß Renault! Hab mir die Vorfahrt geschnitten, blöder Franzose. Hey! Albert ist nicht da, ich darf das. Nein, das darfst du trotzdem nicht. Achso, ja, ich bin jetzt wieder in Frankreich, jetzt muss ich ja wieder rechts fahren. So. Bist du durch den Tunnel gefahren oder was? Nein, ich bin mit der Fähre gefahren. Achso. Der verfährt sich. So, ich bin sogar unterm Speedlimit, ich kann sogar noch ein bisschen mehr hier. Oh, Stau auf der Autobahn, ja, leck mich doch fett. Willkommen in der realen Welt. Erstmal Warnblinker an. Ach, hier ist eine Ampel in Frankreich auf der Autobahn. Ja, super. Gut, das ist gar kein Stau. Warum hast du denn eigentlich die Waffenproduktion wieder gestartet? Weil ich gerade alles gestartet habe. Kannst du gerne wieder stoppen. Komm, Renault, gib mal Stoff. Vadim bittet sie, eine Warenlieferung zu transportieren, ohne dass Scannereinheiten sie entdecken. Können wir nicht. Da vorne ist mein Ziel. Du blöder Renault, gib Stoff jetzt. Wir haben keine unsichtbaren Schiffe. Wir können da sowas Dingern nicht. Ausweichen, aber das ist tricky. So, Produktion läuft. Mehr schlecht als recht im Moment, aber sie läuft. Erstmal den Renault ein bisschen ärgern. Erstmal gucken, wie weit ich ranfahren kann, oder was er meckert. Nicht sehr weit. Der wird bremsen, wenn du zu nah rankommst, und dann fährst du ihm hinten drauf. So. Nee, ich war ja an der Ampel. Ich bin ja nur rangefahren, weil er auf der gelben Ampel gemeint hat, stehen zu bleiben. So. Ha, jetzt hat er Angst gekriegt, jetzt ist er vorgerollt. Das Spiel ist echt real, ey. Was würdest du machen, wenn ein LKW direkt hinter dir steht? Ist doch ich bin auf 10 cm an so eine Stoßstange rangerollt, hab ihn einmal Wurf angehupt. Hat's erschreckt. Du kannst auch Free World machen, ne, also. Nein, im Tutorial nicht. Ich bin auch im Tutorial, richtig. Ich lerne gerade, was ich zu tun habe. Oh. Diese Autobahn in Frankreich macht mich fertig. Ich hab das mal gefeiert, ich fand das voll lustig. Französische Autobahnen sind besser als deutsche. Nein. Da stand eine Ampel auf der Autobahn. Gibt's auch in Deutschland. Auf der Autobahn. Ja, gut, am Ende einer Autobahn. Aber hier ist eine Ampel mitten auf der Autobahn. Das heißt so, dann Schnellstraße. Das ist keine Schnellstraße. Hör auf zu blinken, ich bin schon abgefahren. Rote Ampel. Du bist voll abgefahren, Shio. Ich muss mal lernen, wie lang dieses Auto ist. Es hat nämlich vorne ja gar keinen Motorraum. Erstmal vorrollen lassen bis zur Linie. Block! Super, jetzt ist mein Spiegel vor der Ampel. Also, sie leuchtet gut. Ich sehe es durch die Reflexion. Und jetzt? Aha, da ist der komische Chemie. Oh, ich habe ein Problem. Was? Ich brauche mehr Kohle und ich brauche mehr Strom. Fahrer aus Betriebsgelände. Alter, wie viel kann ich noch aufsteigen lassen? WTF? Fahr auf das Betriebsgelände, dann fahren wir mal auf das Betriebsgelände. Außerdem müsste ich mal auf Klo, deswegen sollte die Folge mal zu Ende sein. Da ist das Abladeding, muss ich da rückwärts ranfahren? Muss das in die markierte Zone stellen, die rum ist eigentlich egal. Das ist gut. Dass ich jetzt hier rückwärts reinfahre, finde ich scheiße. Und wir haben gar nicht das Thema angesprochen, was ich ansprechen wollte. Bonuspunkte für präzises rückwärts einparken, alles klar. Das kriegen wir hin. Du hast keinen Führerschein. Enter. Gefahrene Strecke. Basisvergütung $400, Abzug für Schäden $30. Euro, meine ich. Okay. Und jetzt wieder Geld. Lass ich mal noch weg. Akuter Auftrag frei wie der Wind. Aktueller Auftrag, nicht akut. Akuter Auftrag. Oh. Das ist deine Firmenzentrale, Ikenbunker nahe Duisburg. Zumindest das aussieht, Duisburg. Das ist eine sehr schlechte Garage. Nichts Besonderes, aber in einer Abfang.
Ne, da hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch kein LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir deine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück! Willst du tatsächlich deinen Fortschritt sehen? Eine Tour von Stockholm nach Rom machen? Ich bin dabei. Über Russland? Ich bin dabei, ich mach das. So, ich möchte bitte fahren. Da brauchst du aber erstmal Geld noch, ne? Ja, du hast Startkapital und damit kaufst du dir deinen ersten LKW. Aber ich denke mal, von Stockholm nach Rom wird über Russland, also nicht über den Meerweg. Also ich fahr mal von Calais los, was haben wir da? England, nach Remy, Southampton, London. Teragi, wolltest du nicht aufsteigen lassen? Mach ich doch gar nicht Zeit. Wo ist denn dann schwing die Hacken. Dijon, Lyon. Du hast gerade echt auf einer Landstraße gewendet? What the fuck? Ich hab gerade mitten auf einer Landstraße gewendet. Ich bin mitten durch die Felder durch. Ah, ich fahr mal nach Lille. Alter, lass den nie ansteuern. Gut, dass er nie seinen Führerschein machen konnte. Das Schlimme ist, er wird es wahrscheinlich Ende des Jahres tun. Oh mein Gott, bringt die Kinder und die Frauen in Sicherheit. Keine Sorge, erstmal hat er dann Probezeit. Auf nach Calais. Ich bin auch schon 2 Jahre raus. Das wird er doch so hassen. Den Spruch wird er noch so hassen. Jetzt könnte man ausrechnen, wie alt ich bin. Ich habe gesagt, ich bin schon zwei Jahre raus. Ja, weiß, wenn du deinen Führerschein gemacht hast, du 40-jähriger alter Opa. Hey. Habe ich nicht gesagt, ich bin noch nicht 40, ich bin 38, ja. So, okay, liebes Navi. Liebes Navi, wir biegen jetzt erstmal rechts ab. Nee, links. Oh. Nee, rechts, nee, links, nee. Nee, das Navi konnte sich gerade nicht so ganz entscheiden. Alter, wie viel kann ich noch aufsteigen lassen? Genug. Ich muss auf Klo, die Folge ist zu Ende. Auch da, du kannst reinhauen. Ja, die Folge ist schon lange zu Ende. Ich hab Vorfahrt, ihr habt da zu parken, so. Ja gut, dann würde ich sagen, ne? Teragi hat das letzte Wohnhaus aufsteigen lassen. Und während die hier lustig Eurotruck-Simulator spielen, haben wir dann jetzt hier weitergemacht. Schlange ist gut, die Keto lässt uns in Ruhe. Ja, bis jetzt Schlange ist noch sehr gut. Mal schauen, wie lange das gut geht. Scheiß Renault! Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge und ja. Wir machen und wenn die Keto uns wieder angreift, dann müssen wir auch um meine Technik zurückgreifen. Du bist Technik, du kümmerst dich um den Transport. Ich bin Antoine Monod. Egal. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge und ciao. Bis ciao. Dahin. Ciao, ciao. Verborgen zwischen den Felsen der Tiefe des Ozeans entschlüsseln Wissenschaftler der Tex die Geheimnisse des Meeresbodens. Innovative Technologien erschließen die neuen Schätze der Tiefsee. Die Tex erforschen das Geheimnis einer mächtigen Energiequelle. Ein Kraftwerk, das geothermische Energie nutzbar macht und die Tex in eine neue Zivilisationsstufe führt. Die Technologien bescheren der Bevölkerung endlich die erhofften Energiereserven und sorgen für Wohlstand und Reichtum. Beeindruckende Monumente werden errichtet und neue Produktionsketten über und unter Wasser entstehen. Doch die neue Technologie ist nicht ohne Gefahren. Anno 2070. Die Tiefsee.